Oh, mir fällt gerade auf. Ach so, das müssen wir eh noch machen, ne? Ja, nochmal eine Quest. Ey, boah, das Lesen ist halt so anstrengend. Nachdem die Partitur eingesetzt wurde, kannst du das Vorführgerät aktivieren, um eine außerordentliche Vorführung auf der Bühne zu starten. Während deiner Vorführung werden auf der Bühne dem Rhythmus folgend Notenblasen in verschiedenen Formen abgefeuert. Wenn du in dieser Zeit eine bestimmte Anzahl von Notenblasen sammeln kannst, läuft deine Vorführung ganz normal ab. Nutze die Kraft der Sinfonie, um durch Drücken, Pause, Schallwellen auszulösen und die Notenblasen zum Stillstand zu bringen, damit du sie besser einsammeln kannst. Während deiner Vorführung kannst du auf allen möglichen unerwarteten Situationen treffen. Finde einen Weg, diese Herausforderung zu meistern, um deine Vorführung zu vollenden. Wenn das riesige Schiff Fortuna auf dem Wandgemälde das Ende erreicht, ist deine Vorführung perfekt abgeschlossen. Während der Fahrt des Schiffes auf dem Wandgemälde gerät es in heftige Stürme, in denen du Notenblasen sammeln musst. Um ein Schild zu erstellen und die Blitze abzuwehren, wird das Schiff versenkt, bevor der Schild aufgebaut ist, scheitert auch die Aufführung. Während eines Sturms kommt es auch auf der Bühne zu unvorhersehbaren Blitzeinschlägen, die Aufführung beeinträchtigen. Finde einen Weg, sie zu vermeiden und die Aufführung abzuschließen. Hm? Oh Gott. Warum ist die Kameraperspektive so weird? Nice Musik, though. Das ist eine nice Busi. Das muss ich schon sagen. Die Musi ist nice. Ja, wie viele von diesen Blasen muss man sammeln, Alter? Das gibt's ja nicht. Das ist auch ganz schön Act hier. 15 Stück sammeln wir jetzt als nächstes. My brother in Christ. Weil es jetzt ein bisschen schneller angeht. Jetzt haben wir es, oder? Oha! Alter! What? Okay! Okay, baby, let's go! 3 Thronen? Okay, Alter. Das war worth it. Alter Schwede. Yeah. Damn. Okay, das ist okay. I see you, Genshin Impact, I see you. Das war worth it.